So, Mäuse, ich habe mir mein Essen von vorgestern jetzt nochmal warm gemacht. Ich denke nicht, dass das irgendwie ein Problem darstellt. Ich habe diese Woche einfach nur zwei von drei Gerichten gemacht. Liegt einfach daran, dass ich ein Gericht mit Fleisch bestellt hatte und absolut keinen Bock auf Fleisch habe. Bedeutet, ich werde dieses Gericht heute Abend machen, nur ohne Fleisch. Also da ist eine Ofenkartoffel und sowas dabei. Und das werde ich mir machen. Jetzt würde ich erstmal sagen, ich gönne mir jetzt erstmal mein Essen und bis später. Ich habe jetzt gegessen. Ich kümmere mich jetzt ums Aufräumen. Also ich habe gar nicht übertrieben viel zum Aufräumen, aber ich weiß, es wird trotzdem ein bisschen dauern, weil ich muss halt alle Sachen in meinen Schrank reinräumen, sortieren. Da muss ich noch ein Shein-Video für euch abdrehen. Also es ist schon einiges, aber es ist definitiv machbar. Ich glaube, ich werde jetzt mit dem Bad starten, weil das Bad ist das, wo ich am wenigsten Bock drauf habe und ich muss Wäsche waschen, mein Bett abbeziehen, frisch beziehen. Deswegen, das ist, womit ich jetzt starten werde. Haushalt ist dann das Einzige, was jetzt noch gemacht werden muss. Ich muss jetzt noch einmal wischen. Ich überlege aber, Wischen morgen zu machen und mein Bett muss ich auch noch mal frisch beziehen. Aber ich habe jetzt Bettwäsche gewaschen und muss jetzt erstmal warten, bis sie trocken ist. Ich werde jetzt ein bisschen chillen. Ich habe eine Kerze angemacht, habe jetzt noch eine Waschmaschine angestellt mit bunten Sachen und werde jetzt ein bisschen lesen, entspannen, dann später noch Videos schneiden, mit den Hunden noch einmal rausgehen. Und dann mal schauen, ob ich noch Hunger habe, weil wenn ich noch Hunger habe, mache ich mir noch ein HelloFresh-Gericht. Und dann bin ich auch dann für heute. Ich habe irgendwie nicht so die Motivation im Allgemeinen. Also ich merke das auch. Irgendwie ist heute nicht so mein Tag, deswegen habe ich euch auch heute nicht mitgenommen. Aber Haushalt ist auf jeden Fall jetzt gemacht. Ich muss nur nachher noch einmal ganz kurz durchwischen. Ich glaube, das werde ich nachher einfach machen. Und den Shein Try-on-Haul wollte ich euch noch abdrehen, damit ich die restlichen Sachen einräumen kann. Weil dann bin ich nämlich auch durch für heute. Ich habe heute legit alles an Wäsche gewaschen, bis auf eine einzige Maschine. Und die letzte Maschine, die gerade noch drin ist, die werde ich jetzt noch aufhängen. Die Maschine, die ich noch waschen muss, werde ich morgen anstellen. Ich bin mal gespannt, wie schnell das trocknet, weil momentan ist es ja relativ kalt draußen. Morgen werde ich hier einmal richtig durchlüften, so ein, zwei Stunden am Stück. Ist zwar kalte Luft draußen, aber egal, Hauptsache hier kommt ein bisschen Luft rein. Abends habe ich nur ein bisschen Angst, das zu machen, weil ich immer Angst habe, dass Tiere reinkommen. Ich bin halt so eine kleine Panikmaus. Und ich drehe euch jetzt noch das Update zur Lemon Bottle, weil ich habe ja gestern die Fettwegspritze bekommen. Und Leute, ich kam ja heute Morgen gar nicht klar, aber dazu in dem separaten Video mehr. Leute, I did it. Ich habe es zu Ende gelesen und es ist definitiv eine 10 von 10, wenn nicht sogar noch 100 von 10. Es war so ein gutes Buch. Es war so spannend geschrieben. Ich habe nicht eine Sekunde in dem Buch gedacht, okay, es langweilt mich gerade, weil manchmal bei so Love Stories ist man so, ja. Okay, kommt zum Punkt. Aber hier, es war durchgehend spannend auf jeder einzelnen Seite. Es war so gut geschrieben. Es war so viel Spice drin. I love it. Also, falls ihr ein gutes Buch sucht, holt euch das. Das ist ein sehr, sehr nicer Roman. Und ich würde es zum Beispiel auch empfehlen, wenn ihr in Urlaub fahrt und ihr sucht ein Buch für den Urlaub, nehmt das. Weil ihr habt das innerhalb von 1 bis 2 Tagen durch. Es ist unfassbar spannend. Ich habe jetzt mein Buch zu Ende gelesen. Ich habe jetzt die letzte Waschmaschine angestellt. Werde jetzt noch einmal hier drüber malen, denn ich hatte mir so eine Figur bei Shein bestellt und ich wollte die mit meiner Strukturpaste bemalen. Da werde ich jetzt noch einmal drüber gehen und dann werde ich mir mein Essen machen. Ich glaube, ich werde heute einen Linsenauflauf machen und mir ist heute bewusst geworden, dass ich vielleicht doch mal ein bisschen weniger Nudeln bei HelloFresh bestellen sollte, weil ich liebe Nudeln, aber irgendwie, ich habe diese Woche Abtörner auf Nudeln und ich habe zwei Gerichte mit Nudeln. Schlau. Aber ist nicht schlimm. Dafür könnt ihr euch das super selber aussuchen. Deswegen, ich liebe HelloFresh. Ja, das mache ich jetzt. Und wenn ich gegessen habe, werde ich mich an den Shein-Haul machen, weil das sind die Sachen, die ich noch einsortieren muss. Und sobald ich das dann abgedreht habe und einsortiert habe, werde ich den Arbeitsbereich für morgen aufbauen. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr auf meine Kundinnen. Leute, ihr wisst gar nicht. Und ja, ich würde sagen, auf geht's, los geht's. Ich habe übrigens jetzt gerade 11 Bücher rausgesucht, die ich dieses Jahr noch lesen möchte. Ich hoffe, dass ich alle schaffe, weil mein Ziel ist es ja, dieses Jahr 50 Bücher zu lesen. Das Ding ist, ich habe halt einen Monat richtig reingeschissen, wenn man das so sagen kann, weil ich einen Monat nämlich gar kein Buch gelesen habe. Und das war, glaube ich, im April oder so. Ich bin gar nicht mehr sicher. Aber das war ja wegen Umzug, wegen Planung, das war alles ein bisschen zu viel. Aber ist nicht schlimm. Dafür, ich bin jetzt voll bereit. Ich bin übrigens die ganze Zeit am Durchlüften. Ich werde aber jetzt gleich, wenn ich das gestrichen habe, mal alle Fenster zumachen, weil es langsam zu dunkel wird. Müll habe ich, wie gesagt, schon runtergebracht. Und ich muss nur noch den einen Teppich abstaubsaugen und einmal hier durchwischen. Das mache ich aber, wenn ich alles abgedreht habe, damit alles vom Teppich weg ist, bevor ich meinen Arbeitsbereich aufbaue.
mal bitte, wie tasty sieht es bitte aus? Ich kann nicht mehr. Es sieht so yummy aus. Also ich glaube, das ist ein Gericht, was ich definitiv noch mal machen werde. Es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Mein Gott, Leute, ich freue mich so sehr aufs Essen heute. I can't. So, ein bisschen 20 Minuten. Leute, ich sag's euch, das Essen sieht so lecker aus. Ich freue mich so sehr darauf. Ich hatte ja das eine Gericht noch übrig. Ich habe mir davon jetzt die Granatapfelkerne genommen, mische mir das jetzt mit dem Salat und habe sogar das Dressing aus dem anderen Rezept genommen. Und werde morgen mal gucken, dass ich mir irgendwie die Brechbohnen und so noch warm mache. Und so nur tue ich das weg. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen was wiederverwertet. Der Salat war nämlich nicht mehr gut. Das war bisher wirklich das leckerste Gericht, was ich je gegessen habe. Das war so gut. Es hat so viele Facetten. Weil unten ist ja zum Beispiel keine Sahnesoße. Das heißt, unten habt ihr diese gewürzten Kartoffeln. Dann kommt das Gemüse und dann oben diese Käseschicht mit Sahne. Es ist richtig geil. Das Einzige, was ich nächstes Mal anders machen würde, ist... Ich würde eine kleine, mini, dünne Sahneschicht unten auf die Kartoffel machen, dass wirklich überall diese Sahne ist, weil ich eher so eine creamy kleine Maus bin. Aber das ist halt Präferenzsache und ich habe es sehr, sehr geliebt. Ich habe mir jetzt einmal noch die Oreo-Cookies gemacht und das Essen von eben warm gemacht, weil ich habe immer noch Hunger. Ich habe jetzt meinen Arbeitsbereich vorbereitet, mir eine Kerze angemacht, werde jetzt mein Video schneiden und dann geht es für mich weiter. Ich habe jetzt einmal Videos geschnitten und zwar den Shein-Haul und den Vlog für morgen. Den Rest muss ich nochmal durchgucken, das muss ich auf jeden Fall auch noch diese Woche schneiden. Ja, das sind noch die vorbereiteten Videos und ich wollte unbedingt die Tage mal das Video schneiden, weil das war noch in der alten Wohnung. Das hatte ich mit Lo abgedreht, aber mal gucken, wann ich das hinbekomme. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich immer denke, ich vlogge nicht viel. Dabei vlogge ich eigentlich schon relativ viel. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe heute noch den Haushalt zu Ende gemacht, habe mir Essen gemacht. Das hatte ich euch ja auch gezeigt. Habe jetzt den Arbeitsplatz vorbereitet. Ich glaube, ich habe euch das alles schon erzählt, ne? Ja, dann war ich eben duschen, habe meinen Pyjama angezogen, habe jetzt Videos geschnitten. Wir haben auch schon kurz vor eins. Ich liebe meinen Schlafrhythmus momentan, deswegen ich trage meine Kunden auch immer richtig, richtig spät erst ein, weil ich momentan gar nicht klarkomme. Ich werde jetzt noch was lesen. Ich habe heute angefangen mit dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich habe ja seit Wochen angefangen mit Sorry, ich habe es nur für dich getan. Ich hatte den einen Tag 40 Seiten gelesen, aber irgendwie kam ich überhaupt nicht rein ins Buch. Und heute habe ich angefangen weiterzulesen. Und irgendwie, it wasn't that bad. Also bis Lo mich angerufen hatte, dann bin ich mit den Hunden raus, habe den Rest Haushalt gemacht. Also bin ich ein bisschen rausgekommen aus dem Lesen eben. Aber ich werde jetzt gleich auf jeden Fall noch weiterlesen. Gerade wenn die Videos jetzt ja exportiert sind, werde ich die jetzt bei YouTube reinziehen. Da muss ich noch Thumbnail und so weiter bearbeiten. Und bis das Video hochgeladen ist, wird safe auch nochmal 2-3 Stunden dauern, weil momentan irgendwie Internetverbindung ist ein bisschen lost. Ja, ich hoffe, ich kann euch morgen 1-2 Kundinnen einblenden. Ich habe nämlich 4, aber nicht jeder möchte gezeigt werden, wisst ihr. Also ich habe morgen eine Remover-Behandlung und 3 Pigmentierungen. Und dementsprechend, ich freue mich auf meine süßen Kundinnen. Das sind auch 2 Nachbehandlungen, eine neue Kundin. Und ja, ich würde sagen, bis später. Ich bin jetzt draußen. Ich war mit einer Freundin draußen. Und wir gehen jetzt noch mit den Hunden kurz spazieren. Dann fahre ich nach Hause. Ich habe sogar überlegt, noch ein Video zu drehen, weil mein Make-up ist heute very fresh. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr. Das ist ja das Make-up, was ich gemacht habe, bevor ich dieses Natural gemacht habe. Das gefällt mir richtig gut. I love it. I love it. Und ich werde es jetzt wieder öfter tragen. Ich bin übrigens am Überlegen, meine Tönung ein bisschen rauszuwaschen. Also die Tönung hat sich schon gut rausgewaschen. Deswegen überlege ich vielleicht wieder doch dunkelblonde Haare zu machen und mal allgemein zu gucken, wie mein Naturansatz rausgewachsen ist. Und vielleicht wahrscheinlich werde ich meine Haare dann selber strehen. Wenigstens so vorne und im Deckhaarbereich, dass es einigermaßen ansehbar aussieht, ne? Hallo Leute! Wir haben heute den nächsten Tag. Ich habe mich eben ein bisschen fresh gemacht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann. Ich habe so ein bisschen Concealer unter meine Augen gemacht. Bisschen Lippenprodukte, bisschen Augenbrauen, bisschen Blush, bisschen Kontur und das war's. Also nicht mal abgepudert oder so. Ich mache mich gerade auf den Weg zu Lo.
denn der Maus geht es heute nicht so gut. Die wurde heute notoperiert. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich darauf eingehen kann. Auf jeden Fall, ihr ging es heute Morgen nicht gut. Und dementsprechend werde ich die Maus jetzt besuchen. Ich habe sie auch unfassbar vermisst. Ich fahre aber jetzt noch auf die Schnelle hier irgendwo anhalten, ihr ein paar Blümchen holen, ein paar Snacks holen. Sie meinte zwar, sie hat Snacks da und sie wollte einen Red Bull, was war das, Juneberry? Ja, damit die Maus sich freut. Ich habe sie so unfassbar vermisst. Wisst ihr, was das Witzige ist, Leute? Ich muss euch gleich mal die Mäuse zeigen. Ich habe den heute Pullover angezogen, weil die letzten Tage, die sind oft am Frieren, wenn wir draußen sind. Und ja, jetzt habe ich den Pullover angezogen und es sieht so süß aus. Oh mein Gott, ich esse die zwei. Ja, ich bin auf jeden Fall gerade auf dem Weg und werde jetzt hier irgendwo mal anhalten. Ich glaube, hier war auch noch so Lidl oder sowas, Netto, irgendwas hier war auf dem Weg. Deswegen, ich werde vielleicht bei ein, zwei Stationen anhalten. Und zur Not muss ich bei der Tankstelle halten wegen ihrem Red Bull. Ja, ich würde sagen, ich melde mich entweder gleich bei Lo oder später. So Leute, ich habe jetzt Blumen gekauft, ein paar Snacks und guck mal bitte, wie süß die Mäuse aussehen. Ich sterbe doch. Ja, auf jeden Fall, die Blumen sind auch nochmal schön. Ich wollte euch mal kurz einen Tipp geben und zwar, ich war gerade an der Tankstelle, da hat ein Blumenstrauß, der genauso 1:1, das war so witzig, es waren zwei Blumenstrauße 1:1, genauso bei Aldi wie bei der Tankstelle. Bei der Tankstelle ein Blumenstrauß 25 Euro. Und bei Aldi, ich habe jetzt 8 Euro für einen Blumenstrauß bezahlt. Also es muss nicht unbedingt teuer sein, nur um schöne Blumen zu holen. Nur mal so nebenbei an die Männer da draußen, die keinen Plan haben, wie man seine Frau verwöhnt. Also ihr müsst nicht eure halbe Niere verkaufen in der Tankstelle, nur um einen Blumenstrauß zu holen. Klar, wenn es mal auf die Schnelle sein muss oder ihr nach Öffnungszeiten da seid von diesen ganzen Läden, Aldi, Rewe und so weiter, dann tamam. Aber im Normalfall, wie gesagt, ich habe jetzt 8 Euro für einen Strauß bezahlt. Und ich finde, das geht voll klar. Und das Gute ist, wenn ihr dann weniger für einen Blumenstrauß bezahlt, könnt ihr sogar noch Snacks holen. Das nennt man Girl Math, damit kann man arbeiten. Ich kann nichts ausrichten. Ich bin jetzt zurück zu Hause angekommen. Ich werde jetzt lesen, mich abschminken. Und morgen bin ich mit meiner Badu-Freundin verabredet. Das ist so witzig. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen durch den Umzug und alles. Es ist halt ein bisschen länger her, Leute. Ich glänze wie eine Speckschwarte. Ja, deswegen, ich werde mich jetzt abschminken. Ich hoffe, dass morgen der Rest der Wäsche trocken ist und ich das alles abhängen kann. Ich habe es jetzt ins Wohnzimmer gestellt und habe auch die Fußbodenheizung mal angemacht, dass es ein bisschen schneller trocknet. Und ja, dann schauen wir mal. Ich weiß noch gar nicht, was ich morgen anziehen soll. Ich überlege morgen vielleicht, wenn ich vorher wach werde, Sonne zu gehen, weil ich bräuchte ein bisschen Wärme. Und ab morgen darf ich wieder Sonne, weil ich bin schon ganz schön blass geworden. Deswegen, ich brauche ein bisschen Sonne. Leute, es gibt doch einfach nichts Besseres als ein frisch bezogenes Bett. Ich habe jetzt diese Flauschbettwäsche von Shein drauf gemacht. Die Maus gräbt sich gerade wieder so ein kleines Löchlein, wo sie sich reinlegen kann. Es ist so witzig, ne? Ich liebe, wenn sie das macht. Das ist so süß. I'm getting ready. Ich bin jetzt gleich verabredet mit einer Freundin. Ich habe euch das ja gestern schon gesagt. Ich hatte ja bei Bumble zwei Mädels kennengelernt und habe mit beiden auch immer noch Kontakt, mit der einen mehr, mit dem anderen, mit der einen mehr, mit der anderen weniger. Aber ist nicht so schlimm. Mir ist dann gestern auch mal aufgefallen, ich könnte der einen kleinen süßen Maus auch noch mal schreiben. Ja, weil kennt ihr manchmal, ist nicht so aus dem Auge, aus dem Sinn, aber einfach durch den Umzug und so, bei mir war halt so viel Stress, dass ich halt gar nicht klar kam. Und demnach habe ich mich halt auch kaum bei Leuten gemeldet, aber ich bin allgemein meistens die Person, die sich meldet. Da sollte ich auch mal an mir arbeiten. Aber ist nicht schlimm. Ich mache mich gerade so ein bisschen fresh, um mich ein bisschen zu fühlen, weil ich habe Pickel des Jahrtausends hier unten. Und er tut auch maximal weh. Aber egal. Egal. Kein Problem. Alles kein Problem. Ja, deswegen, ich mache mich wenigstens ein bisschen fresh. Wir werden im Jogginganzug und Schlafanzug chillen. Also alles tiefenentspannt. Die süße Maus hat nämlich so ein Flauschpyjama an. Und ich werde einfach Jogginganzug anhaben. Ja, auf ganz entspannt angelehnt. Und ich so gefühlt halb Fullface-Make-up, aber egal. Ich weiß nicht, Leute, kennt ihr das manchmal so? Manchmal ist Make-up my therapy. Zwar nicht immer, aber immer öfter. Und das ist eigentlich ganz gut, weil das ja genau das ist, was ich die ganze Zeit wollte. Ich wollte ja mich öfter schminken und mich öfter wohlfühlen. Und ich habe gestern gemerkt, das war mir zu wenig Make-up. Also das heißt, wenn ich wenig Make-up mache, muss ich einfach meine Standard-Grundbase machen. Und dann fühle ich mich auch tausendmal wohler als das, was ich gestern gemacht habe, weil das war mir irgendwie
zu glänzend. Ich habe geglänzt wie eine Speckschwarte am Ende des Tages. Das ist mir letztes Mal schon mal passiert. Und deswegen mache ich dann lieber meine Standard-Grundbase und dann halt an den Augen nichts. Außer ich habe noch Zeit. Dann mache ich immer was an den Augen. Das ist das, was ich mir jetzt so vorgenommen habe. Und ja, ansonsten geht es mir heute ganz okay. Ich müsste meine Nägel machen, weil ich weiß nicht, ob ihr das seht, der ist eingerissen. Und das bedeutet für mich, dass ich meine ganzen Nägel abmachen muss und nochmal neu machen muss mit Tipps. Ich habe ja immer Tipps. Ich lasse die meistens rauswachsen, bis mein kompletter Naturnagel da ist, wie jetzt gerade auch. Und dann werden meine Nägel meistens so brüchig oder so instabil, dass ich die abmachen muss. Und dann starte ich meistens wieder mit einem neuen Tipp, warte wieder, bis der Nagel rausgewachsen ist, kürze den wieder und starte mit einem neuen Tipp. Ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, bei mir gar nichts zu erzählen, außer dass ich gestern fast 150 Seiten gelesen habe. Also ich war gestern anders motiviert. Ich habe zwischendurch immer mal eine Pause eingelegt, dann zwischendurch war ich unmotivierter, habe ein bisschen auf TikTok und so gechillt und dann habe ich halt weiter gelesen. Und demnach konnte ich halt auch ganz entspannt meinen Leserhythmus halten. Ich war aber gestern auch unnormal lange wach, ne? Also irgendwie, ich konnte gestern gar nicht schlafen. Ich glaube, ich war bis kurz vor 6 wach. Das war gestern wirklich eine reine Qual für mich mit Wachsein. Aber ja, ich bin wach, mir geht's gut. Ich wäre gerne früher aufgestanden, weil dann wäre ich nämlich heute sonnengegangen. Dem ist aber nicht so, weil ich dann doch nicht früh genug wach war. Ja. Deswegen mal schauen. Ich überlege heute Abend vielleicht ein Lashlifting zu machen. Vielleicht mache ich das aber auch morgen, weil morgen bin ich mit Mama und wir machen Steuern. Dachte ich mir, gehe ich dann morgen sonnen, mache ich vielleicht morgen Lashlifting, dann schminke ich mich nämlich morgen nicht. Das wäre eigentlich schlauer, wenn ich das so mache. Und ja, übermorgen bin ich übrigens mit Erika und werde meine erste Pole Dance Stunde haben. Und ich bin ja so gespannt darauf, wie es mir gefällt. Weil hier bei mir in der Nähe gibt es halt auch Pole Dance Studios. Ich glaube, es gibt in jeder Stadt Pole Dance Studios. Und I wanna try. Sie meinte, die erste Stunde wird mir wahrscheinlich nicht so gefallen. Deswegen, wir schauen. Aber das wird schon. Also ich denke da immer ganz positiv. Deswegen, wir schauen mal. Aber das wird schon schief gehen, wie man so schön sagt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es nicht wirklich was Neues. Ich habe mich heute komplett fertig gemacht. Und ich habe einfach vergessen, euch mein Make-up und so zu zeigen. Und jetzt sitze ich einfach hier wie Hagrid 2.0, fehlt nur noch, dass mir der Bart wächst und die Busche Augenbrauen da sind. Übrigens, über das hier reden wir einfach nicht. Ich werde jetzt mein Buch weiterlesen und gucken, wie weit ich heute komme. Ich habe jetzt gerade fast eine Stunde am Handy verbracht, weil ich heute nicht einmal am Handy war und gerade alles abchecken musste, alles posten musste, was ich vergessen habe zu posten. Ich bin heute so neben der Spur, es ist wirklich anders. Morgen werde ich einen Beauty-Tag machen. Also morgen bin ich mit Mama für Steuern verabredet. Das habe ich euch ja gestern schon gesagt, dass wir Steuern zusammen machen. Und ich werde morgen auf jeden Fall sonnen gehen. Ich muss mein Lashlifting neu machen, weil diese Wimpern hier sind gar nicht mehr am Stüssel. Was wollte ich noch machen? Sonnen, Lashlifting und ich muss meine Nägel machen. Entweder ich werde meine Nägel morgen komplett kurz machen oder komplett neu machen, weil dieser Nagel hier ist komplett eingerissen und ich muss meine Nägel neu machen. Ich überlege, die vielleicht erstmal zu kürzen und dann einen anderen Tag komplett neu zu machen, muss ich mal gucken, weil ich jetzt sowieso diese Woche am Samstag noch arbeite und am Montag noch arbeite. Da habe ich nämlich nochmal einiges zu tun und dann schaue ich mal. Vielleicht mache ich die bis dahin kurz und dann danach die Woche einfach auf ganz entspannt nochmal neu. Ja, ansonsten, ich bin mir so unsicher, was ich gerade mit meinen Haaren machen soll. Ich wollte morgen Haare waschen, ich überlege, die vielleicht morgen zu schneiden. Ich muss nur meinen Mondkalender gucken, ob das passt. Aber ich weiß nicht, ob ich gerade die Tönung rauswaschen soll oder ob ich nachtönen soll. Aber wenn ich jetzt nachtöne, dann wäre es halt waste time, wisst ihr. Wenn ich bis Silvester wirklich wieder helle Haare haben will. Ich bin mir gerade so unsicher. Ich werde die, glaube ich, morgen einfach ganz normal waschen. Mir meinen Haarzustand mal angucken, weil ich habe die jetzt auch wieder eine Ewigkeit in Ruhe gelassen. Aber ich glaube, ich werde nachtönen. Ich habe irgendwie noch Bock, ein bisschen dunkel zu bleiben. Ich glaube, ich werde nachtönen. Ich werde im Neujahr dann auswaschen, denke ich. Heißt für mich, ich werde die morgen waschen, Tönung gut einwirken lassen und ich werde ja sowieso vorher sonnen gehen. Ja, dementsprechend würde ich sagen, ich melde mich später wieder oder morgen, je nachdem, wir schauen. So Leute, ich war jetzt sonnen. Ich werde jetzt gleich meine Haare waschen, dann meine Haare tönen, meine Extensions für morgen vorbereiten, was ich morgen anziehe und vor allen Dingen, was ich morgen zum Pole anziehe. Jetzt auf dem Weg nach Hause, ich schwöre, das Sonntag so gut. Ich muss mich heute dazu zwingen. Ich wollte eigentlich doch nicht mehr gehen und dann dachte ich so, doch komm, du musst wieder ein bisschen Bräunen aufbauen.
Und ja, deswegen bin ich jetzt auf dem Weg nach Hause. Und bin froh, wenn ich gleich zu Hause bin. So Leute, Tönung ist drauf. Ich lasse das Ganze jetzt, glaube ich, eine Stunde einwirken, weil meine Haare ja auch nass sind. Werde in der Zwischenzeit ein bisschen was lesen. Und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. So, ich habe jetzt meine Haare getönt, meine Haare für morgen vorbereitet, habe mein Gesicht gereinigt, habe meine Nägel gekürzt, weil meine Nägel vorne am Einreißen waren, weil das ja mittlerweile meine Naturnägel waren und ich muss die immer, sobald die komplett rausgewachsen sind, neu machen mit einem Tipp, weil das sonst bei mir nicht hält. Die beiden haben gerade Spaß ihres Lebens. Ja, und den hier muss ich ganz, ganz kürzen. Es ist Catastrophe, aber egal. Ja, auf jeden Fall, ich werde jetzt weiterlesen. Ich habe auch eben schon weitergelesen. Ich hoffe, dass ich heute noch mit dem Buch fertig werde. Und dann schauen wir mal. I did it. Ich habe es gelesen. Ich weiß gerade gar nicht so wirklich, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen schock. Also, der Plot-Twist in dem Buch war wirklich crazy. Es war ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich brauchte aber 40 Seiten, um erstmal reinzukommen. Also die ersten 40 Seiten haben mich irgendwie ein bisschen demotiviert. Deswegen hatte ich das Buch auch eine halbe Ewigkeit, locker 2-3 Monate hier auf Seite liegen, weil ich habe die ersten 40 Seiten gelesen und irgendwie war ich dann unmotiviert. Aber nach den ersten 40 Seiten, was echt wenig ist, um in ein Buch richtig reinzukommen, war ich richtig gut drin und das Storytelling war wirklich sehr fließend und flüssig. Man hat alles verstanden. Es war super interessant. Aber Leute, wirklich, also falls ihr irgendwelche Trigger habt, lest euch bitte die Triggerwarnung, die sich hinten befindet, was ich auch nicht verstehe. Hier ist die Triggerwarnung auf Seite 492, glaube ich. Schwierig. Ach Quatsch, 492, genau, 392. Es war ein sehr gutes Buch. Ich mag das Buch. Ich würde dem Ganzen, glaube ich, es hat mich halt ein bisschen getriggert, deswegen ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen 4 oder 4,5 von 5 Sternen geben würde. Ich fand es schon echt gut, es war krass geschrieben. Es ist ein super spannendes Buch, also wenn ihr gar keine Triggerpoints habt, ist es durchgehend spannend für euch. Aber mich hat es schon leicht getriggert und ich war so, will ich das wirklich zu Ende lesen? Also es hat mich schon ein bisschen belastet, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so, dass mich diese Trigger kalt gelassen haben, wenn man das so sagen kann. Ich versuche das gerade so gut wie möglich zu verpacken. Es beschreibt aber sehr, sehr gut, wie eine toxische Beziehung entstehen kann. Und es war schon gut. Es war ein gutes Buch. Also ich kann es empfehlen. Wie gesagt, lest euch bitte vorher die Triggerwarnung durch, falls euch irgendwas triggert. Und ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass mich sowas in Büchern triggert. Aber es hat mich wirklich getriggert. Deswegen, es war ein sehr, sehr gutes Buch. Auch sehr empfehlenswert. Aber seid euch dessen bitte bewusst.